Direktor des IMB durfte ich das Institut von 2006 bis 2010 führen. Das war eine sehr spannende Zeit. Kommunikativ waren wir in einer großen Herausforderung oder haben wir uns einer großen Herausforderung gegenüber gesehen, denn das Institut war stark gewachsen, die Anzahl der Studiengänge war stark gewachsen und außerhalb der Hochschule und auch innerhalb der Hochschule war das IMB ein relativ großer Unbekannter. Die 15-Jahr-Feier, die wir für unsere Masterstudiengänge dann organisieren durften, haben wir zum Anlass genommen, groß auch in der Berliner Wirtschaft einzuladen. Alumni, Firmenvertreter, Vertreter der öffentlichen Verwaltung kamen, 150 Teilnehmer an einer großen Feier, schönen Feier am Ritz-Carlton am Potsdamer Platz, um uns einfach ein bisschen auch in der Kommunikation der Stadt zu zeigen. Und intern haben wir eine Kommunikationsoffensive gestartet in der ganzen Hochschule, in allen Fachbereichen, um zu zeigen, mit den Masterstudiengängen, den MBA-Studiengängen am IMB ist eine Weiterbildungsmöglichkeit geschaffen, die für viele, viele im Zuge der Bologna-Reform sehr attraktiv ist, die in den Firmen anerkannt ist und die unseren Studierenden eine große Zukunft bringen kann. Der Schwerpunkt unserer Arbeit waren die drei großen Bereiche, dass wir sagten, wir setzen auf ein kritisches Reflektieren der Managementsituation, wir setzen auf Internationalität und vor allen Dingen setzen wir darauf, dass die Studierenden und die Lehrenden gemeinsam für den Lernerfolg verantwortlich sind. Also dieses Gemeinsame für den Lernerfolg war für uns wichtig, gesellschaftliche Verantwortung, Stakeholder und Shareholder Value in einen gemeinsamen Kontext zu bringen.